Hey, this is Troy Baker and this is Socholores. Ja, hallo Freunde, hier ist der Typ, der im Internet Spiele spielt. Yeah, Michael Bamberger. Hallo. Herzlich willkommen zu XCOM 2 Long War Mod. Wir spielen den Iron Man Modus. Just kidding, wir spielen Mario Rabbids nach wie vor. Und ich besiege jetzt 4 Gegner, meine Freunde, und einen Kettenhund. 4 Gegner und ein Kettenhund. Morgenstund hat Gold im Mund. Im wahrsten Sinne des Wortes, denn es ist gerade sehr, sehr früh. Sehr früh. Für meine Verhältnisse ist es 8 Uhr morgens. Zeit, Computerspiele zu spielen. Fuck yes. Figgity fig yes. Smartes Setup gegen diese Arschbananen war... ich glaube, Overwatchigkeit. Wir machen das mal super smart. Wir stellen mal einen Mann hier hin. Ja. Dann stellen wir mal einen Mann. Ihn stellen wir hier hin. Trifft er noch von hier? Ja, sieht gut aus. Und Lujaiji? Ja? Jetzt passt mal auf. Lujaiji kommt hier hin. Das ist smart! genau. Der Plan ist jetzt. Und jetzt watch it. Watch me, Freunde. Jetzt wird geoverwatcht. Geheldensichtet. Ich bin sehr gespannt, ob mein perfider Plan aufgehen wird. Nein. Nein, nicht du. Du. Ja, Overwatch. Let's do this. So, jetzt passt mal auf hier. So, mit dem Zahnschmerzrad, Freunde, ne, fahren wir nämlich einmal nach da unten. So? Nee, so. Warum sehen wir... Ach, wir sehen ihn nicht. Das ist ja ärgerlich. Ja, wir machen das trotzdem so. Glaube ich. Oh Gott, ist das smart oder ist das dumm? Wir warten ab. Wir schießen mit ihm. Kann er was Cooles? Ist das in der Reichweite? Das ist nicht in der Reichweite. Immunität gegen Super-Effekt ist uns auch scheißegal. Oh Gott. Genau, jetzt schießt du und jetzt läufst du auf Mario und jetzt läufst du auf Luigi und dann kriegt hoffentlich Luigi auf uns. Oh nee, es passiert nichts. Nichts passiert. Yes. Yes. Immunität gegen Super-Effekte. Was mir beim letzten Mal aufgefallen ist, ne? Ich bin ja Taktiker, ja? Ich reviewe ja, was ich tue, so in Spielen wie diesen. Ne? Und mir ist aufgefallen, dass ich den kleinen süßen Rabbit Luigi. Ja, war das gut? Das war gar nicht mal so schlecht eigentlich. Nee, nicht auf ihn. Oh, nur noch 10 HP, wirklich. Da müssen wir jetzt einen ganzen Schuss verschwenden. Ja, müssen wir, sonst gehen wir down. Sonst gehen wir down, Freunde. Ich habe natürlich meine Taktiken reviewed, Freunde. Und da ist mir aufgefallen, dass ich den guten Rabbit Luigi gar nicht mal so besonders gut eingesetzt habe. Ich habe extra seine dumme Fähigkeit gelevelt. Oh shit, 75? Holy cow. Jetzt gucken wir mal, wie weit die Schweinebären laufen können tatsächlich. Ob sie uns schon erreichen? Ne, sie erreichen uns noch nicht. That's good. LOL. Kommt jetzt hier oben raus, oder was? Das ist nicht dein Ernst. Wow. Michael Smarte Moves Bamberger ist leider gerade etwas überfragt. Okay, ihn treffen wir nicht. Ihn treffen wir auf keinen Fall mit Luigi. Sehe ich das richtig? Scheiße. Scheiße, du. Aber wir können was tun. Wir können, glaube ich, etwas tun. Was gar nicht so blöd ist. Theoretisch, wenn wir hier so reingehen würden und ihn hier hinpacken, dann können wir mit Mario einen super, super Angriff machen. Ob das klug ist, weiß ich nicht. Wahrscheinlich nicht. Deswegen gehen wir mal... wir gehen mal nur hier hin. In der Hoffnung... Oh Gott, das wird ein Move, Freunde. Das wird ein Move. Ich sag euch das.
in der Hoffnung, dass wir hier hingehen können und die Schnackels dann nicht weit genug auf mich schießen, nicht weit genug auf mich laufen können. Ich bin auch ein bisschen eingewöhnt. Ihr müsst mir das entschuldigen. Also. So, mit Luigi. Shit, mit Luigi können wir keinen Sprung machen. Fuck, das wäre mein Plan gewesen. Aber da müssen wir das wohl so machen. Ist auch okay. Hauptsache weit genug von den anderen zwei Saunasen weg. Wie machen wir das am allerbösten? Okay. Ich glaube, Luigi schießt als allererstes. Auf ihn. Okay. Gib ihm. Dann rennt er jetzt auf uns zu, aber hoffentlich nicht so weit, dass er uns treffen kann. Scheiße. Das ist nicht gut. Wow, und er trifft beide. Ich bin so dumm. Ich bin so ein dummer Mann. Um Himmels Willen. Haben wir jetzt Scheiße gebaut? Das wäre echt nicht cool. Okay. Wir können ja auch nicht mehr rutschen mit ihm, weil wir schon gelaufen sind. Okay, er ist zu risky. Deswegen muss eigentlich Mario dran glauben. Also nicht dran glauben, er muss mal hier einen wegknüppeln. Oder riskieren wir das? 50% für Knockback? Das ist eigentlich schon ziemlich gut. Oder erstmal sowas? Oh, das ist klug. Der Schwachmacher. Machen wir die Gegner das erstmal schwach. Und jetzt gibt's drauf. Komm schon. Damn it! Aber er ist down. Alles cool. Safety. Ja, das ist nicht so gut, wenn ich jetzt mit ihm schieße. Also wenn ich jetzt... Das ist alles nicht so geil. Wir spekulieren einfach mal drauf, dass wir ihn irgendwie einhonigen. Oh damn. Hätte er nicht sterben können? Hätte er nicht einfach draufgehen können? Wäre das nicht okay gewesen? Für jetzt gerade? Für uns? Oh no. Oh no. Oh no. Oh no, mate. Oh no. Wirklich? Wie viele denn noch? Was machen wir denn jetzt? Also, wir können mal gucken. Können wir rutschen? Können wir schön... Hier können wir tatsächlich eine Wegrutschung initiieren. Komm, wir rutschen. Ja. Dann gehen wir aber wieder hoch. Ne, können wir nicht. Ja, wenn wir ihn wegrutschen, dann ist Rabbit Luigi am nächsten dran. Das macht keinen Sinn. Ich glaube, wir müssen Mario und Luigi heilen. Ja? Das heißt, wir halten uns jetzt hier oben auf und spekulieren einfach drauf, dass der Kettenhund gleich nochmal zuschlägt. Ja? Dass er nochmal den Typi da unten beißt. Ja? Gut, das ist jetzt eine Heilung, das ist schön. Wir haben leider keinen Overwatch am Start. Können wir mit Mario hier hinlaufen und dann mit dem Hämmerchen? Ich muss mir das gerade alles mal so ein bisschen vorsagen. Nee, ich glaube, die Gegner sind sogar zu weit voneinander entfernt, dass das funktionieren könnte. Aber wir können hier mal eine kleine Arschbombe machen. In der Hoffnung, dass wir dann weit genug wegkommen, um ihm dann nochmal ordentlich zu geben. Ich weiß nicht genau, was jetzt passiert. Oh, 9 HP, das ist nicht viel. Dafür, dass wir jetzt auf die Schnauze kriegen. Oh, wir kriegen nicht auf die Schnauze. That's good. Wer darf denn nochmal? Wer darf denn nochmal, Freunde? Oh Gott. Das ist alles nicht so geil. Diese Aussichten hier. Ich will eigentlich gerade nur vom Kettenhund flüchten. So, was macht dieses Automobil? Wie viel Schaden? 45. Das ist okay. Das machen wir. Boom. Nice. Das kann's... Oh, 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 damit. Wow, alle? Ist dein Ernst, du Arschloch? Oh, wow. Ich hab Luigi getötet. Ah.
Oh nein, war das dumm. Please don't hit me. Oh, you're gonna hit me. Oh Gott, wird das die erste Mission? Wird das die erste Mission, die wir neu starten müssen? Nee, ich glaube, wir haben sie geschafft jetzt. Mit ein paar Verlusten, aber... 4 Gegner. Ja, habe ich richtig gezählt. Oh boy. Entschuldigung für die ekelhaft übersteuerten Lacher, aber das war schon extrem dumm schlecht. Aber jetzt wissen wir auch, dass mit Marios Hammer nicht zu spaßen ist. Wir kriegen nur den Silberpokal, weil wer sein eigenes Team mit dem Hammer fistet, ne, der hat auch keine Goldmünze verdient. Keine Goldmedaille, meine ich. Mit diesen sehr, sehr weisen Worten verabschiede ich euch in den restlichen Dienstag, haben wir heute. Und wir sehen uns morgen wieder, wenn ihr wollt. Und wenn ihr nicht wollt, dann leckt mich am Arsch. Nee, das schneiden wir raus. Ich habe euch sehr gern. Habe ich tatsächlich. Am Freitag, Zocoloris. Studioeröffnung. Wird super. Robin ist dabei. Und ich. Dave? Ja, ich höre schon auf. Okay. Ja, gut.